Ja, servus. Ich bin jetzt gerade urmotiviert, was zu sagen, deswegen stehe ich jetzt da. Also, danke. War nicht geplant, aber mir haben heute schon einige Leute irgendwie gesagt, wann kommen denn bei euch die Lösungen? Also, so in die Richtung, wann bringt es denn, ne? Und dann habe ich mir gedacht, jetzt erzähle ich einfach eine Lösung, weil wir ja so viel über Probleme reden und so, ne? Und die Lösung ist so unglaublich simpel und so unglaublich genial, dass man dafür eigentlich irgendeinen Nobelpreis oder irgendwas Orges bekommen sollte, aber das bekanntlich bekommen, dass wir nur Präsidenten, die bombardieren und so. Aber die Geschichte beginnt in Zentralafrika. Und zwar beginnt sie mit einem Buben, der blöderweise den ganzen Tag am Feld hat arbeiten müssen. Und dann ist es schon dunkel und er kommt halt in die Hütte zurück, wo seine Familie lebt. Und es ist halt dunkel, es ist finster und er muss halt noch Hausübungen machen. Ne? Ist ein bisschen blöd. Und damit halt irgendein Licht entsteht, nimmt sein Papa so eine Glasflasche, da ist Kerosin drinnen und so ein kleiner Docht und zündet das an. Also erstens einmal feiert das bis zum Himmel, ja? Also angenehm ist das wirklich nicht. Und zweitens ist das Licht, was da von dieser Kerosinlampe kommt, echt sowas von scheiße zum Lesen. Ja? Also die Augen dieses Buben werden innerhalb von kürzester Zeit wahnsinnig drunter leiden. Das Problem ist, das passiert nicht nur bei einem Buben, das passiert bei Hunderttausenden. Und das klingt nach einem total simplen, marginalen Problem. Leute, Kinder, haben in der Nacht kein Licht, um zu lesen. Was aber die einzige Tageszeit wäre, wo sie Zeit hätten, um Bildung nachzuholen, ja, um etwas für die Schule zu tun oder um etwas zu lesen. Das klingt nach etwas, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Ihr geht jetzt alle nach Hause und das Erste, was ihr macht, wenn ihr aufgesperrt habt, ist, ihr schaltet das Licht ein mit dem Schalter. Und für diese Leute ist es aber absolut essentiell. Die haben einfach kein Licht. Ja? Das kann man sich wirklich gar nicht vorstellen. Und dann ist die Frage, was macht man dagegen? Jetzt kommen die ersten wahnsinnig schlauen Köpfe daher und sagen, naja, gebt ihnen mehr Kerosin. Wir spenden Kerosin. Ja, unheimlich schlau, ne? Damit die Leute von den Dämpfen erst recht an Atemwegsbeschwerden bekommen und so weiter. Ne? Gut, also die Option scheidet schon mal aus. Und dann, spätestens zu dem Zeitpunkt wird dann der Internationale Währungsfonds und die Weltbank auftreten. Die werden sagen, hey klar, was da? Wir werden Entwicklungshilfe aufstellen. Und diese Entwicklungshilfe wird dann, finanzieren wir dann Technologien, um denen Licht zu bringen. Wie beispielsweise eine Solarzelle am Dach der Hütte. Und die lädt dann einen Akku und so weiter und am Abend hat man dann Licht mit einer Glühbirne, die möglichst auch noch LED ist und so weiter. Der einzige Haken an der Geschichte ist, diese Technologie ist patentiert. Und derjenige, dem diese Patente gehören, ist kein kleiner Erfinder aus Kentucky oder so, sondern das sind Großkonzerne. Und diese Großkonzerne fertigen auch diese Technologie. Was so viel heißt wie, wenn jetzt irgendein schlauer Politiker sagt, naja, ist ja kein Problem, dann eine Million Entwicklungshilfe wird aufgestellt und die Sache hat sich, alle haben Licht. Dann landet diese eine Million zu einem riesengroßen Teil in Lizenzen, ganz einfach in Patentlizenzen, ja, und in einem riesengroßen Teil ganz einfach in Profit von Konzernen. Das Ergebnis wird schon das sein, dass ein paar Leute dann eine Solarzelle am Dach haben. Nur das Problem ist, so eine Solarzelle wird mit der Zeit dann auch irgendwann einmal kaputt. Die wird dreckig und so weiter, die muss man warten. Und das Schöne ist, dann kauft man ganz einfach neue Solarzellen, wieder von denselben Konzernen und wieder Patentlizenzen zahlen. Yeah! Und wieder eine Million Entwicklungshilfe. Das ist scheiße. Was macht man jetzt stattdessen? Und da bin ich auf ein Projekt gestoßen, das finde ich so unglaublich genial, das möchte ich eben heute vorstellen. Es hat einen jungen Mann gegeben vor ein paar Jahren, der sich genau diese Frage gestellt hat. Wie bringt man in absolut abgelegene Regionen in Zentral- und Ostafrika Licht in der Nacht zu Menschen, die keinen Zugang haben zu Benzin, Kerosin und auch keinen haben sollten, denn das wird ihnen absolut überteuert verkauft durch Zwischenhändler. Wie kann man denen Licht ermöglichen, möglichst billig und möglichst flächendeckend und ausfallsicher, ohne irgendwelchen Konzernen irgendwas in den Rachen zu stecken? Und die Lösung ist so unpackbar genial, ich pack's immer noch nicht.
Die Lösung ist nicht Sonne, die Lösung ist auch nicht Wasser, weil das gibt es auch nicht überall. Die Lösung ist Dreck. Ja, okay. Wir kaufen denen Dreck. Nein, das ist Spaß. Dreck ist die Lösung. Die Lösung heißt Gravity Light. Und ich möchte jeden von euch aufrufen, wenn ihr nach Hause kommt, googelt das einmal. Das Prinzip ist ganz simpel. Es ist in einer Kampagne über Kickstarter ist einfach ein Prototyp gesponsert worden, um eine Lampe zu konstruieren, die mit Gewicht funktioniert. Warum? Gewicht, also Gravitation gibt es überall auf der Welt. Ja? Und wenn jemand fähig ist, einen Sack mit Dreck oder Erde einen Meter in die Höhe zu stemmen und dafür hat er dann eine Stunde lang Licht, und zwar völlig emissionsfrei, und zwar die nächsten 25 Jahre. Ist das nicht geil? Und das Beste ist, ja, jeder einzelne fucking Cent, den man bezahlt für diese Gravity Light, ist einfach nur die Herstellung von diesem Teil, weil alle Patente wurden angemeldet von dieser Organisation selbst und sind Open Source, wenn man so will. Also jeder kann das sogar nachbauen. Ja? So, das nenne ich mal eine wirklich absolut geniale Lösung, wie Frieden, und das ist wirklich essentiell, weil Frieden beginnt mit Grundbedürfnissen, wie man Frieden intelligent in die Welt tragen kann. Wenn diese Leute plötzlich Licht haben, ohne dass ihre Luft verpestet wird, ohne dass sie Unmengen an Kohle ausgeben müssen für Kerosin, ohne dass sie nach ein paar Jahren dann wieder Kohle ausgeben müssen, um irgendwelche Teile zu warten, dann ist das der Beginn von einem kleinen Funken Frieden dort vor Ort, weil die Menschen können dann sich bilden. Die Menschen müssen nicht in Konkurrenz stehen und Schlange stehen für das Kerosin, das sie überteuert kaufen. Das ist ein kleiner Funken Frieden, der begonnen hat mit einer genialen Idee. Und damit rufe ich euch alle auf, ich bitte euch um geniale Ideen. Danke.